Hallöchen Leute und ein herzliches Willkommen zurück zu einer neuen Folge von The Beast Inside. Ja, wir befinden uns wieder in der Vergangenheit im Hotel, wo wir davor den Kampf mit dem Pfarrer hatten. Ja, ich habe euch die letzte Folge oben in der Infokarte verlinkt. Wir sind ja jetzt hier erstmal gestrandet und die letzte Aufnahme ist ein bisschen her, deswegen weiß ich nicht genau, warum wir jetzt eigentlich hier sind. Eigentlich haben wir ja den Pfarrer gesucht, aber was machen wir jetzt hier? Man weiß es nicht, man weiß es nicht. Ich hatte ja in der letzten Folge schon ein bisschen was erkundet. Hab aber echt ganz vergessen, wo ich bis jetzt schon war. Auf jeden Fall habe ich dieses Streichholz noch nicht mitgenommen. Jetzt muss ich mal ein bisschen gucken. Hier brauche ich einen Schlüssel. Also, ihr kennt es erstmal, so wie es halt immer ist, wenn ich eine neue Aufnahmesession mache. Für euch ist das eh egal. Beziehungsweise. Ja, ist okay. Wir schmeißen hier keine Schränke durch die Gegend. Was ist denn los? Doll. Jetzt hat mich das ganz aus dem Konzept gebracht. Ich gehe jetzt aus Prinzip woanders lang. Nee, aber wie es halt immer so ist, für euch ist es ja eigentlich kein Unterschied, weil ihr nicht hundertprozentig wisst, wann ich aufhöre oder nicht, weil ich ja immer mehrere Folgen am Stück aufnehme. Aber jetzt gerade habe ich neu angefangen. Und wenn ich dann ein paar Tage nicht gespielt habe, dann vergesse ich immer, was abgeht. Und natürlich vergesse ich auch immer, in die alten Folgen reinzugucken, weil ich doof bin. Ja. Oben komme ich nicht hin, weil Schrank. Ja, der fliegt bestimmt nachher hier auch noch durch die Gegend. Hier war ich schon, daran erinnere ich mich. Da ist auch ein Schrank. Also wer stellt denn hier alles mit Schränken voll? Hier waren wir schon drin. Das weiß ich. Ist ja auch die Tür offen. Das ist einleuchtend, oder? Dann gehen wir mal dahin, wo uns netterweise irgendwer den Weg frei gemacht hat. Warum hängen immer gruselige Bilder in irgendwelchen Räumen? Was haben die denn hier mit den Schränken? Hallo. Ich muss mal ein bisschen lauter machen. Ich weiß nicht, ob das jetzt in der Aufnahme zu sehen war, aber ihr wisst warum. Ich habe lauter gemacht. Damit ich auch mehr Angst kriege wegen geiler Geräuschkulisse. Geräusche. Ach ja, ich und die Maus. Diese Bewegung. Ach, hier komme ich auch nicht rein. Ach, dann leck mich doch. Hallo? Naja. Ob du jetzt so allein bist oder nicht, das wissen wir noch nicht. Weil ich bin mir sicher, Nikolai ist irre. Einfach verrückt. Ah ja, hier kann ich rein, okay. Ne. Da komme ich wieder irgendwo runter. Ich gucke erstmal hier um die Ecke, wo der lang gegangen ist. Oder vielleicht auch nicht. Ich habe immer. Hallo. Ich gehe nicht lang. Ich habe immer Angst. Wenn ich in die eine Richtung gehe, dass ich dann halt nicht zurückkomme, weil es da weiterging und dann habe ich mich aber in der anderen Richtung nicht umgeguckt. Das ist doch immer so. Dann hat dann hat man irgendwas übersehen. Ficht doof. Ich will das nicht. Momentan ist ja alles noch recht hell hier, ne? Recht hell und freundlich und. Gott. Oh, mein Herz, Alter. Poltergeist ist hier definitiv am Start. Meine Fresse. Ich sag gerade noch alles recht freundlich. Reden wir nicht drüber. So, was haben wir hier? Luke. Denn es ist nicht verborgen, was nicht offenbar werden wird. Auch nicht geheim, was nicht bekannt werden und an den Tag kommen wird. Ah. Hat einer der Gäste sie zurückgelassen? Bibelseite. Ach ja, das erklärt. Ach, sorry, falsche Taste. Das erklärt das kryptische Gelaber. Nicht, dass ich was gegen Bibelverse habe. Jeder, der daraus was für sich ziehen kann und an Gott glaubt, ey, ist für mich cool. Ich glaube nicht an Gott. An Gott. An Gott auch nicht, aber an Gott auch nicht. Ja. Aber jeder, der halt daran glaubt, ist für mich okay. Ich kann halt verstehen, dass es Menschen was bringt. Also so ist es nicht. Ja, tschüss. Ich laufe dir mal nicht hinterher, ne? Du bist mir einfach zu gruselig. Ich könnte ja hier Licht machen, aber sollte ich es auch? Draußen regnet es. Lass mal lieber nicht die Fenster öffnen.
Ich gehe ihm ganz gechillt hinterher. Kein Stress. Hallo, gibt's hier irgendwas Tolles? Was ist denn das? Achso, es soll eine Spiegelung von draußen irgendwie darstellen, wa? Warum steht das hier so komisch? Sehr merkwürdig. Hallo? Ich gehe dann mal. Oh, diese Scheißbilder. Meine Güte. Ich bin auch die ganze Zeit sehr angespannt, weil ich die ganze Zeit auf den nächsten großen Schreck warte. Geht's heraus? Auf Balkonien. God, who is this? What is he doing here? Vor allen Dingen, und warum ist er so schnell? Hä, wo ist er hin? Hier ist so. Hier kurz beginnen. Was war das denn? Erstmal Licht ausmachen, genau. Ist mir hier zu stressig. Im Dunkeln kann mich nicht sehen. Kann mich auch nicht angegriffen werden. Nichts Spannendes, nichts Spannendes. Hier auch nicht. Sind das Nikolais Koffer? Sehen irgendwie so aus, ne? Oder ich habe einfach vergessen, wie seine Koffer ausgesehen haben. Nichts Spannendes. Ja, moin, Alter. Hallo? Nee, ich will hier nicht mehr sein. Das lesen wir gleich. Da drüben Licht an. Ach, schlau wie ich bin, habe ich gar nicht die Zeit gestoppt. Also weiß ich gar nicht, wie lange die Folge jetzt schon geht. Upsi. Naja, egal. Gehe ich mal so ganz pauschal an der ganzen Sache ran. Brief von einem unserer Gäste. Ich kann mich nicht daran erinnern, je was derartiges getan zu haben. Besser sollte ich die Gäste belästigen. Ich war mir sehr bewusst, dass ich tagelang in der Dunkelheit eingesperrt werden würde, wenn ich so etwas tun würde. Was? Warum sollte er eingesperrt werden? Ich kann mich nicht daran erinnern, hier etwas derartiges getan zu haben. Was soll ich die Gäste belästigen? Warum wird hier wer eingesperrt? Irgendein Dienstbote oder was? Hier war ja jetzt erstmal nichts mehr. Der ist ja nach da hinten abgehauen, aber da ist doch nichts, oder? Ich bin ehrlich, ich verstehe die Karte so oder so nicht. Hier sind immer irgendwelche. Okay, 207, hier bin ich jetzt also. Aber was nützt es mir? Ist es irgendwie von Bedeutung? Wieso kann ich nicht zurück? Oh, falsche Taste. Hallo? Aha, die Tür glitzert. Vor allen Dingen, sie glitzert, mhm. Das ist eine shiny Tür, sie ist besonders. Gucken, was jetzt für eine kranke Scheiße abgeht. Sah aus, als hätte der eine Maske auf, ne? This looks sharp. Maybe I could use it to cut through the chain. War das hier vorher schon so? Oder habe ich das nur nicht gecheckt? Aber wie komme ich hier rein? Ach ja, natürlich ist es. Wundersame Weise öffnen sich die Türen. Unglaubliche Szenen spielen sich ab. Mach mal ein Licht an. Langsam wird es mir doch gruselig.
Am Anfang ging es noch, ich war noch mutig, aber langsam, langsam hört's auf. Obwohl es auch langsam geht. Also ich weiß nicht, entweder gewöhne ich mich dran oder ich habe heute einen guten Tag. Aber die Schreckmomente sind trotzdem krass. Und spannend ist es trotzdem, also. Aber so in den ersten Folgen hatte ich so richtig Schiss. Langsam geht's. Ich weiß nicht, entweder das ist dieses Horrorspielphänomen. Ich frage mich das nämlich bei Horrorspielen wirklich immer wieder. Werden Horrorspiele einfach dann mit der Zeit seichter? Wollen die nur am Anfang schocken und dann lässt es nach? Oder gewöhnt man sich als Spieler irgendwann an die Formen vom Horror und am Ende ist es dann halt nicht mehr ganz so gruselig, auch wenn es trotzdem noch spannend ist. Aber Jumpscares hat das Spiel trotzdem noch gute. Also ich krieg echt immer einen Schreck, weil ich damit gar nicht rechne, voll doll. Noch eine Tasse. Ich bin nicht Riddle. Ich kann mit der Tasse nichts anfangen. Konnte ich mich nicht irgendwie hinhocken? Genau. Ach ja, ich habe ja auch meine Lampe, ne? Ich renne die ganze Zeit im Dunkeln rum und habe ganz vergessen, dass ich ja so eine komische Lampe habe. Ich weiß gar nicht mehr, wie ich die benutze. Hallo? Gewitter? Ich habe gehört, draußen ist Gewitter. Ja, Gewitter, ja, ja. Oh, hier ist Blut. Was ist denn das für eine Alte? What was that? Where did it try to drag me? To hell, maybe? Christ, what have I gotten into? Okay, ich habe mich jetzt davor gar nicht erschrocken, aber ich habe mir einfach nur gedacht, wie sieht die aus? Ich mag so eine Gesichter nicht. Die machen mir immer Angst. Kann ich heute Nacht nicht schlafen? Ich frag mich jetzt aber halt auch, ne, was ist das generell? Also, spukt es hier wirklich oder ist er verrückt? Das ist halt so das, was ich mich jetzt frage. Ne? Ist das alles nur in seinem Kopf oder gibt es diese Sachen wirklich? Ja, ich... Nö, ist mir egal. Mach doch komische Geräusche. Ist mir doch egal. Du blödes Gesicht, du... Hallo? Oh oh, ich habe hier einen Speicherpunkt. Das kann nichts Gutes bedeuten. Erstmal nochmal hier gucken, weil das Spiel möchte ja unbedingt, dass ich dahinter gehe. Hä? Ach was, ich kann so ein Streichholz anzünden, ist ja auch cool. Hä, das wusste ich gar nicht. Dull. Ich habe jetzt auch schon wieder vergessen, wie ich es gemacht habe. Komisch, ne? Kaum ist das Licht aus, hört er wieder diese Stimmen. Niemand zu Hause. Warum hat er das jetzt getan? Ich meine, das Klopfen kam doch nicht aus dem Schrank. Ach so, weil ich da oben lang... Ach so, da kann ich hoch. Das habe ich jetzt gar nicht geschnallt zuerst. Siehst du, ich kann noch nicht mal aufmachen. Ich sag ja, ist niemand zu Hause. Oder kam das Klopfen aus dem Schrank? Wenn, dann hat der Teppich geklopft. Da ich bezweifle, dass es allerdings Teppich ist. What the hell is this? Oui. Looks like a slaughter. Good God. Something's wrong here. Oh ja, vor allem wieder eine Waffe. Get out of here. Bin ja gleich weg, bin ja gleich weg. Wir müssen uns doch noch umgucken. Nikolai bleibt flauschig. Es gibt wichtige Dinge zu erkunden. Opal, eine Zeitschrift für Psychiatriepatienten. Eine Zeitschrift, die für und von Patienten einer psychiatrischen Klinik zusammengestellt wurde. In vielen solcher Einrichtungen wagen Patienten es nicht einmal, von solchen Annehmlichkeiten zu träumen. Stattdessen bekommen sie Schweinefutter und werden an ihr Bett gefesselt. Viele von ihnen überleben den Aufenthalt nicht und die, die es doch tun,
sind nie wieder wirklich freie Menschen. Man sollte es als großes Glück ansehen, jemals aus solch einer Einrichtung herauszukommen. Naja, er war ja irgendwie in so einer Einrichtung, ne? Oh, ich habe in der Errungenschaft freigeschaltet. Eifriger Leser. Ja. Ja, dann. Da ich davon ausgehe, dass bestimmt gleich irgendwas Krasses passiert. Metallsäge. Eine Säge wie diese kann vielerlei Hindernisse aus Metall durchtrennen. Zum Beispiel Ketten oder Vorhängeschlösse. Durchsuche Zimmer 200. Okay. Sägen. Fein. Sägen. Kann ich jetzt jedes Schloss durchsägen? Ist das Zimmer 207? Woher soll ich wissen, was das für ein scheiß Zimmer ist? Scheiße. Aber hier war doch die Kette. Ich säge die Kette durch. Ist mir egal, dass hier niemand drin ist. Ich werde... Jetzt ist hier die Säge. Das war's dann schon wieder mit der Säge. Toll. Hey, ich weiß, dass du hier bist. Tu mir nichts. Bitte. Tu mir einfach nichts. Ich tue so, als wäre ich nicht hier. Tu mir nichts. Wie konnte ich denn überhaupt diese komische... Ach, mit F. Okay. Hallo. Guck mal, ich hab eine Lampe. Hallo. Ist immer gut, der Tür den Rücken zu kehren. Machst du das besser, wenn ich Licht anmache? Wie die Motte zum Licht Errungenschaft freigeschaltet. Bestimmt, weil ich jetzt gewisse Anzahl an Kerzen angemacht habe. Bestimmt kriegt man dann auch eine gewisse Anzahl, wenn man gar keine Kerze anmacht. Oder so. He spent most of his life here, and after death, he's still the inn's janitor. But now for eternity. And the guests, from what I can see, are sure to cause trouble. Was labert er? Glaubt er, das war der Portier? Und der ist ein Geist? Glaubt er das jetzt wirklich? Ja gut, was soll er sonst glauben, ne? So in seiner Situation hat er, glaube ich, gar keine andere Wahl. Aber ist das wirklich so? Spukt es hier wirklich? Ich bin mir da noch nicht sicher. Da diese Psychopathenkomponente halt reingebracht wurde. Oh, der ist ja halt tot. Jetzt weiß ich, warum er das gesagt hat. Oh, jetzt haben wir einen Schlüssel. Jetzt verstehe ich auch, warum er das gesagt hat, ne? Ich voll honk. Es bleibt die Frage trotzdem noch. Ist der wirklich hier oder denkt er das nur? Warum ist nichts drin? Hier ist. Oh Gott, guck nicht so. Oh, ich kann hier raus. Geil. Ich weiß gerade nicht, was ich machen soll. Ich habe Angst, dass was passiert, wenn ich den Dings lese. Aber ich will hier raus. Hallo? Hallo? Oh, guck mal, was für ein Scheißwetter. Okay, ich gehe wieder. Lass mich durch. Da haben wir schon mal den Schlüssel, den nehme ich gleich. Notizen des Portiers. Der arme Kerl tut mir leid. Er griff zur Flasche, um nicht den Verstand zu verlieren. Ich habe Angst, wie er zu enden, wenn diese Geister mich nicht zur Ruhe lassen. Ach scheiße, ich habe die ganzen anderen Zettel gar nicht wirklich gelesen, nicht, Trottel? Ich dachte, das, was da am Rand steht, ist schon das, was ich jetzt lesen müssen. Ich Idiot! Mr. Jacob ermahnt mich ständig, ich sollte die Finger von der Flasche lassen. Er sagt, ich würde Gespenster sehen, doch ich schwöre, ich bin vollkommen bei Sinn. Ich trinke, weil ich Angst habe. Etwas schleicht in diesen Wäldern umher. Aus den Bäumen hallt unmenschliches Geschrei hervor und aus den Tiefen der Höhen erklingt Geheul. Ich habe die Kratzspuren in der Rinde der Bäume mit eigenen Augen gesehen. Mr. Jacob sagt, ich sei ein Trunkenbold und sollte mich beruhigen, bevor ich die Gäste verschrecke. Vielleicht haben sie alle Grund dazu, Angst zu haben. Wie viele Menschen sind bereits in den Wald gegangen, ohne je zurückzukehren? Gott, steh mir bei. Da ist das Geheul wieder. Ich brauche etwas Starkes oder ich werde heute Abend nicht zurückkommen.
Oh je. Und dann hat er sich jetzt totgesoffen, oder wie? Wie kam ich denn nochmal ins Inventar? Notizen. Gucken wir doch nochmal alles durch. Ja gut, hier ist nichts Spannendes. Da, Brief von einem unserer Gäste. Das haben wir gar nicht richtig gelesen. Verehrter Mr. Hyde, meine Frau und ich hatten uns erhofft, eine angenehme und entspannte Woche in Ihrem Etablissement verbringen zu können. So wie Sie es in Ihren Broschüren angepriesen haben. Der Wald bietet in der Tat ein beruhigendes Ambiente und lange Spaziergänge bei frischer Bergluft sind sicherlich vom Vorteil für die Gesundheit. Leider ist dies bereits das volle Ausmaß des Lobes, das ich anbieten kann. Und auch dann schreibe ich diese Worte nur aus Gründen der Höflichkeit. Jede einzelne Nacht spukt ein gestörtes Balg durch die Gänge des Gasthauses, lief wild umher, lachte hysterisch und klopfte wiederholt an unsere Tür. Ich versuchte nie mehrmals, ihn zu packen und ihm Manieren beizubringen, aber er schaffte es wieder und wieder, mir zu entwischen oder sich irgendwo zu verstecken. Es war offensichtlich, dass er jeden Winkel des Hauses kannte. Ich kam erst am Tag unserer Abreise, als ich in ihr Büro betreten sah, zur Erkenntnis, dass dieser kleine Mistkerl nicht etwa das Kind eines ihrer Gäste war, welches in unbeaufsichtigten Augenblicken die anderen Gäste belästigt. Nein, es handelt sich um ihren eigenen Sohn. Wenn sie nicht in der Lage sind, ihr eigenes Kind im Zaum zu halten und es ihm erlauben, den lang ersehnten Urlaub ihrer Gäste zu ruinieren, sind sie sicherlich mehr als ungeeignet dafür, einen Gasthof zu betreiben. Seien Sie versichert, dass ich all meine Bekannten über diese unerhörten Vorkommnisse unterrichten werde. Ich erfreue mich in Providenz einer gewissen Bekanntheit und dass meine Frau und ich in Zukunft einen weiten Bogen um ihren Gasthof machen werden. A.S. Abel. Aber vielleicht war es ja ein Geisterkind. Ja, die Bibelseite haben wir jetzt halt noch nicht gelesen, ne? Oder doch, die hatte ich gelesen, komisch. Aber den Brief nicht, Mitch. Ich drücke immer die falschen Tasten, weil ich einfach doof bin. Tab schließen. Schließ den Scheiß. Tab. Das ist doch Tab. Warum schließt er das nicht? Kannst du das bitte schließen? Danke. Okay. Also spukt's hier wohl doch. Wing B 106. Geht zum Flügel B des Hauses. Das war noch wieder nach unten, oder? Hey! Mach nicht diese, Alter! Hallo? Mist. Dann gehe ich halt hier lang. Aber da komme ich ja auch nicht lang. Außer der Poltergeist sagt jetzt, hey, klar! Nö, sagt er halt nicht. Mann, du bist unnütz. Du poltriger Polterheini. Kann ich den selbst annehmen? Das würde mich wohl auch nicht weiterbringen. Komm schon! Ja, doch, wenn ich da raufkomme, dann geht's bestimmt. Nee. Ich glaube, das ist. Hä? Wie soll ich denn jetzt hier rauskommen? Hallo? Hier drüber? Und dann vielleicht. Oh, nein, auch nicht. Warum verbarrikadiert er mir denn hier die Tür? Wieso ist denn der so fies? Okay, also halten wir fest. Ich kann nicht draufspringen. Ich kann das nur aufmachen. Das bringt mich halt auch nicht weiter, ne? Aber hier geht's doch sonst nirgendwo anders lang. Außer halt am Balkon, aber. Den Schornstein kann ich auch nicht, oder? Nee. Schornstein vor allen Dingen. Naja, ihr wisst, was ich meine. Hä? Wie witzig. Ah, hier! Okay. Hello again. Hier bin ich wieder und ich habe den Schlüssel, womit ich hier trotzdem nicht reinkomme. Was für ein Käse. Hallo. Hä, warum geht's hier nicht weiter? Hä? Der Schlüssel.
Schlüssel für Flügel A. Gewährt Zugang zum Flügel A des Gas. Jetzt habe ich einen Schreck bekommen. Warum macht die das? Ist das ein Ghost? Oder did I completely lose my mind? Das ist die Frage, die ich mich auch frage, Nikolai. Bist du verrückt? Oder spukt sie wirklich? Ich weiß nicht, welche Antwort mir lieber wäre. Okay, Leute, ich würde aber sagen, was uns hinter dieser Tür erwartet, das erfahren wir in der nächsten Folge. Ich bedanke mich auf jeden Fall wie immer fürs Zuschauen. Im Abspann habe ich euch die anderen Folgen reingepackt. Und ja, dann würde ich sagen, also die Playlist habe ich euch reingepackt, mein Gott, ne? Und dann bedanke ich mich auf jeden Fall wie immer. Ich hoffe, ihr schaltet auch beim nächsten Mal wieder ein. Und bis dahin, macht es gut, habt eine schöne Zeit. Tschüss!